meine Süßen. Ich bin wieder da für euch. Heute mit den 6 neuen Düften von Kringle Candle aus der Halloween-Kollektion. Es sind insgesamt 12 Düfte rausgekommen, aber nur 6 neue Düfte. Die 6 anderen sind im letzten Jahr bereits rausgekommen und die habe ich jetzt nicht extra mit reingenommen nochmal in die Beschreibung, denn wenn ihr ein bisschen runterscrollt in der Halloween-Beschreibung vom letzten Jahr der Kringelkerzen, da sind die 6 auch mit drin und dann könnt ihr euch das gerne nochmal angucken, weil ich muss es ja nicht nochmal erzählen. So, aber die 6 neuen Düfte, die dabei sind, die möchte ich euch natürlich vorstellen. Und ich kann euch jetzt schon sagen, es wird richtig gruftig. Richtig, richtig gruftig, ganz wunderbar. Mein Herz freut sich, meine Nase auch. Und wir begeben uns jetzt mal gemeinsam auf gruselige, olfaktorische Entdeckungsfahrt. So, wir fangen an mit der Carnage. Ich gucke mal, da ist sie. Das ist die Carnage. Schaut mal, so sieht sie aus. So, und wir haben Mineralien, roter Apfel, Eisen, schwarze Rose, dunkles Patchouli, Timbersilk, und klares Holz. So, und dann gucken wir doch mal, was da rauskommt. Also, ich habe tatsächlich einen roten Apfel hier. Das heißt, wir haben Apfelaroma, der tatsächlich so ein bisschen süßer ist. So, dann habe ich aber tatsächlich auch was Mineralisches. Mineralisch kann ich euch tatsächlich leider nicht näher erklären, aber da müsst ihr euch jetzt irgendwie was überlegen, weil mineralisch ist halt mineralisch und ja, man kann es irgendwie nicht näher beschreiben. Auch die schwarze Rose ist da und die mischt sich sehr intensiv mit diesem mineralischen Duft. Das heißt, ich habe zwar einen Rosenduft und zwar einen wirklich dunklen, also es ist wirklich eine dunkle Rose. Aber die wird sehr, sehr aufgelockert durch dieses Mineralische und bekommt dadurch was Luftiges fast. Ja? Unten sitzt das dunkle Patchouli und das Holz. Insgesamt ist es tatsächlich eher ein frischer Duft. Einer von denen, die jetzt nicht ganz so gruftig sind. Genau genommen finde ich den eigentlich gar nicht gruftig. Sondern der ist, wie gesagt, der ist von einer frischeren Sorte mit Rose, Apfel und mineralisch und er fühlt sich luftig an. Luftig leicht. Und unten haben wir, wie gesagt, so einen etwas schwereren Besatz mit Patchouli und Holz. Aber auch das ist eher in einer leichten Form vorhanden. Ja, also nicht richtig so volles Brot, sondern auch eher leichter. Aber man merkt es. Es ist ein sehr schöner Duft. Also mir gefällt er sehr, sehr gut. Wie gesagt, Rose, Apfel und es ist ein frischer Duft. Das ist die Carnage. So, dann machen wir mal weiter. Was haben wir denn jetzt? Ah, Dreadful Dolly. Haben wir direkt daneben. Das ist das gute Stück. Mit einer fantastischen, gruseligen Puppe hier vorne drauf. Ich hätte ja, also, wenn man jetzt mal die roten Haare und das Drumherum hier mal so weglässt, das Gesicht als solches hat ja fast was von Annabelle. Kennt ihr diese Filme mit Annabelle, dieser gruseligen Puppe? Ich liebe es. Und diese starren, großen Augen, das hat sie da wirklich gemeinsam mit Annabelle. Ja, und die sehr herausgearbeiteten Wangenknochen hier. Also, das ist das gute Stück. Dreadful Dolly. So, und wir haben da wieder Apfel. Amber, Kaffee, Grün, Holz und Moschus. Huch, jetzt habe ich mir das Gummi mit abgemacht, mein lieber Mann. Okay, also hier haben wir auch Apfel, den man wirklich sehr prägnant wahrnimmt, aber es ist definitiv ein grüner Apfel. Der hat also nichts Süßes an sich, sondern wirklich was richtig Frisches, saftig, geradezu Grünes. Da passt auch, dass die Nuance Grün einfach so erwähnt wird. Das mixt sich hier hervorragend mit dem Apfel. Also das hat so richtig was Frisches.
frisch saftig, möchte ich sogar schon sagen. Dann kommt mit Amber und Moschus kommt was Weiches in diesen Duft hinein, damit er nicht einfach nur frisch ist. Ja? Und Holz gibt dem Ganzen unten wieder eine etwas ja, breitere, gesetztere Basis. Ja. Von dem Kaffee, der da auch drin sein soll, muss ich ganz ehrlich sagen, rieche ich null. Der geht für mich komplett verloren. Also ich rieche hier keinen Kaffee. Auch am Deckel nicht. Also für mich ist, also Kaffee, man weiß es nicht, vielleicht wenn sie warm gemacht wird, vielleicht kommt dann so ein leichtes Kaffeearoma dazu. Aber hier jetzt so kann ich absolut keinen Kaffee riechen. Wäre aber vielleicht tatsächlich eine interessante Erweiterung zu diesem apfeligen, frischen, saftigen Duft gewesen. Aber kommt hier nicht zum Tragen. Auch dieser Duft ist weniger gruftig. Auch halt eben sehr schön frisch durch den Apfel. Wie gesagt, der ist wirklich grün, saftig, kräftig, definitiv. Holz und Moschus machen das Ganze ein bisschen weicher und nach unten wieder ein bisschen gesetzter. Wie gesagt, der Kaffee, er fehlt mir leider. Ich kann ihn nicht finden. So, was habe ich denn jetzt? Haunted Hollows. Da. Haunted Hollows haben wir jetzt. Das ist sie. Oh. Ist das ein Bild? Ich feiere es so sehr. Herrlich, oder? Mit den Fledermäuschen. Oh. Graf Dracula lässt grüßen, ne? Aber der kommt gleich nochmal persönlich vorbei. So, was haben wir denn bei der Haunted Hollows? Da haben wir Holzrauch, Tanne, Kräuter, Apfel, schon wieder, tatsächlich, Patchouli und Moschus. Ah ja, jetzt werden wir tatsächlich ein bisschen gruftiger, denn ich habe hier eine ganz klare Rauchnote. Also Holzrauch haben wir hier definitiv, auch die Tanne ist ganz weit vorn. Die Kräuter sind ein Kräutermix, geben nochmal zusätzlich was ordentliches Herbes mit dazu. Aber auch der Apfel ist da. Der Apfel gibt so eine helle, so einen hellen Moment rein. So eine leichte säuerliche Note und frischt das Ganze tatsächlich ein bisschen auf und gibt so einen, wie so einen hellen Spritzer rein irgendwie. Aber dann kommt Patchouli. Und der sitzt unten und der ist, das ist schon doch deutlich da. Ja, da ist eine ordentliche Erdigkeit da. Und Moschus, okay, bringt ein bisschen Weichheit an die Ecken, ne? So, aber nicht so viel. Das ist also schon tatsächlich eher Richtung Halloween. Also wie gesagt, hier haben wir einen guten Schuss Patchouli und die Nuancen an sich sind eigentlich alle eher derber. Mit dem Holzrauch, er ist kräftig, die Tanne ist kräftig und wie gesagt, Patchouli ist gut da, die Kräuter sind gut da, die geben, wie gesagt, so ein herbes Aroma extra noch mit dazu, ohne dass man jetzt aber sagen kann, welche Kräuter drin sind. Einzig und allein der Apfel, der lockert das Ganze so ein bisschen wieder auf, wie gesagt, bringt so einen hellen Moment rein. Aber insgesamt ein sehr schöner Duft. Und wenn ich mir dieses Schloss da vorne angucke, kann ich mir fast vorstellen, dass es in der Umgebung um dieses Schloss herum so riecht. Also so, man riecht das Tannige, Waldige, aber auch das Erdige, ja, und irgendwo so ein bisschen was Frisches auch mal dazwischen. Ja, und schön. Ja, Haunted Hollows. Wunderbar. So, dann kommt jetzt Six Feet Under. Das ist der hier. Six Feet Under. So sieht er aus. Ein wunderschöner Grabstein. Herrlich, oder? Ah. Schön. So, und da haben wir erdig, grün, Schmutz, Holz, Patchouli und Moschus. Und jetzt festhalten, ihr Lieben.
Okay, das ist Halloween-Duft in Reinformat. Das kann ich euch versprechen. Erdiger, düsterer, dunkler, muffiger, feuchter geht es nicht. Es ist wirklich wie Graberde. Man kann es nicht anders sagen. Es ist erdig feucht. Es hat was Grünes drin, wie so Moos, Flechten, sowas in der Richtung. Ja, verrottetes Laub, ne, was ja auch so einen erdigen, besonderen Touch noch mal hat. Und natürlich ganz viel Patchouli. Ganz, ganz viel Patchouli. Es riecht wirklich so, als hätte ich bei uns im Garten in der Erde gegraben, ehrlich gesagt. Fantastisch. Six Feet Under, da ist der Name echt Programm, weil Six Feet Under, da riecht es definitiv so. Hundertprozentig. Also das ist eine Halloween-Kerze. Halleluja. Also wie gesagt, gruftiger geht das nicht. Das ist das volle Halloween-Paket. Mit Grabstein und der Graberde innen drin. Ja, die macht richtig Spaß. Das war's für Hardcore-Düftler. So, jetzt kommen wir zu Skull and Sonnet. Das haben wir hier. Das ist das hübsche Stück. Guckt mal. Schön, ne? Ah. Wie so ein verstorbener Liebhaber, der da irgendwie noch so ein bisschen mit einer Blume kuschelt. Hat er wohl sehr lange auf seine Angebetete warten müssen. Ist wohl nichts geworden. So, wir haben Bourbon, Tabak, Sandelholz, Wildleder, Bernstein und Eiche. Allesamt tolle Noten. Die mischen sich hervorragend. Ich habe hier wirklich einen Bourbon-Tabak-Duft. Wirklich. Also Tabak und Bourbon sind hier ganz, ganz weit vorne. Ganz weit. Aber auch das Wildleder ist sehr präsent. Auch das Sandelholz ist da. Gibt eine Weichheit rein, was sich hier schön mit dieser Tabaknote mischt. Ja, macht aus diesem Tabak einen sehr weichen Tabak, einen sehr angenehmen Tabak. Ja? Und ich rede wirklich von dem Tabak und nicht von dem gerauchten Tabak dann sozusagen aus der Pfeife, also was man riecht, wenn man es geraucht hat, sondern der frische Tabak, der noch in der Dose ist. Und zusammen mit dem Bourbon, der hier so ein bisschen so ganz zart vanillig rüberkommt auch, ist das ein mega schönes Bouquet, was diese Kerze hat, wirklich. Ganz toll. Und unten haben wir die Eiche, die das Ganze wieder ein bisschen handfester macht. Ist insgesamt aber auch ein sehr, ich stelle mir einen dunklen, alten Raum dabei vor. Wisst ihr, so einen alten, dunklen Raum in so einem älteren Schloss, da stehen Ledersessel rum, da ist das Kaminfeuer in der Ecke irgendwo, der Kamin, aber er ist aus. Die Vorhänge hängen schon lange und haben den Duft aufgenommen, dort wird viel Bourbon getrunken und Tabak geraucht, also Pfeife geraucht und so. Und das alles hängt da noch so drin in der Luft. Ja. Und so beschreibe ich diesen Duft, so stelle ich mir den vor. Also so stelle ich mir halt eben ein Zimmer vor, was so wirklich alt ist und dunkel und schon länger nicht betreten. Aber man merkt, da drin wurde gelebt, geraucht, getrunken, Feuer gemacht. Wie gesagt, alte Wildledersessel stehen da und knarren vor sich hin. Der fette Eichenschrank irgendwo in der Ecke. Ja, herrlich. Ist ein wunderschöner, mega toller Duft. Durch das Wildleder kriegt das Ganze natürlich aber eben auch, also es tendiert in Maskulin. Ja, also Tabak und das Wildleder, das ist an sich ja schon eher herbere Sachen, die auch gerne ins Männliche tendieren. Und das habe ich hier auch. Ja, aber toll. Ja, es passt zu so einem düsteren Raum einfach irgendwie, aber sehr aromatisch, sehr, sehr schön und rund. Der Duft ist auch rund. Ich finde nicht, dass er irgendwelche Ecken und Kanten hat, die besonders hervorstechen, sondern sämtliche Sachen, die drin sind, sind sehr gleichwertig verteilt auch. Wunderschön. Also Skull and Sonnet gefällt mir auch sehr, sehr gut. So,
kommen wir jetzt zum letzten Kandidaten und das ist Thirst. Und ich habe ja vorhin schon gesagt, Dracula kommt nochmal persönlich vorbei. Da ist er. Ja, frisch vom Zahnarzt, ne? Vom Bleaching. Wunderbar. Das ist Thirst. Und bei Thirst sollen wir haben Holz, Cognac, Patchouli, Pfeffer, Amber und Tonka. Und auch das ist ein sehr gut durchmischter Duft, wo kaum etwas extremst hervorspringt. Nee, das ist immer, wenn ich das Gefühl habe, wenn ich jetzt hier rieche und denke so, oh, jetzt rieche ich aber gerade hardcore den Cognac, dann kommt sofort der Pfeffer um die Ecke und sagt, hallo, ich bin doch auch da. Und dann schreit Patchouli, wie jetzt? Hast du mich vergessen? Nee, es ist wirklich alles da. Also ich rieche den Cognac, ganz klar. Es ist auch eine alkoholische Note, aber anders halt eben wie vorher bei dem Bourbon. Ich habe das Patchouli, ich habe das Pfeffer. Den Pfeffer habe ich da ganz klar auch. Ist immer wieder da. Besonders hier am Deckel kommt der Pfeffer. Da kommt er tatsächlich recht klar raus. Ja, hat eine schöne pfeffrige Note. Ach. Amber und Tonka geben tatsächlich eine Menge Weichheit rein. Nein, es ist deshalb kein Kuschelduft. Das ist es nicht. Aber der ist nicht so kompakt und finster wie der Skull Sonnet vorher. Der passte ja für mich in so einen düsteren Raum. Das hier ist möglicherweise auch ein Raum, sage ich mal. Aber der ist entschieden heller. Ja, aber auch altehrwürdig, um es mal so zu sagen. Ja. Dennoch ist da noch irgendetwas drin. Ich komme nicht so ganz drauf, was es ist. Aber irgendetwas ist hier noch drin. Das ist hier nicht aufgezählt. Das hat was Helles. Das ist fast... Es ist schwer zu greifen. So eine Mischung aus floral und fruchtig. Ich krieg's nicht näher gegriffen. Es mag wirklich eine Mischung aus beidem sein, aber das gibt dem Duft tatsächlich auch nochmal einen guten Schuss Helligkeit. Ja? Und holt es aus dieser Grufti-Ecke doch ein gutes Stück raus. Könnte auch der Cognac sein, aber dann müsste es wirklich ein, ich sag jetzt mal so ein jüngerer, hellerer Cognac sein. Kann auch daher kommen. Also es hat definitiv auch was Helles an sich. Aber dennoch, ich habe das Holz, ich habe Cognac, ich habe Patchouli, Pfeffer, Amber und Tonka. Es ist wirklich alles da. Wie gesagt, ein insgesamt weicherer Duft, hellerer Duft, aber kein Kuschelduft. Aber dennoch sehr, sehr angenehm in der Nase. Und ebenfalls, wie ich finde, ein sehr in sich geschlossener Duft. Also sehr, sehr schön. Da, also wie gesagt, so einen echten Vorreiter gibt es auch hier nicht. Das ist alles relativ gleichwertig abgemischt. Einzigen Vorsprung würde ich da tatsächlich ein bisschen dem Cognac und dem Pfeffer geben. Aber ansonsten gute Mischung. Gute, gute Mischung. So, ihr Süßen. Das waren die 6 neuen Düfte aus der Kringle Candle Halloween Collection dieses Jahr. Wie ich finde... Wieder sehr schöne Düfte dabei, definitiv. Also da gefallen mir wirklich, also eigentlich alle. Wer richtig Hardcore mag, der gönne sich 6 Feet Under. Also zu dem fällt mir echt nicht viel ein. Es ist Graberde. Es ist grüne, feuchte, schwarze, fette Graberde. Fantastisch, ich feiere das. Ich feiere das mal so richtig. Ja, und wie gesagt, die anderen sind ein bisschen anders aufgestellt, aber alle an sich wirklich schön. So, das waren jetzt also die 6 Halloween-Düfte von Kringle Candle und 2 Nachrichten habe ich noch für euch. Die erste, das 6. Glas der Spellbound-Linie ist angekommen. Ja, und deshalb werde ich euch sehr zeitnah auch die Spellbounds
zeigen können. Und ich denke mal, dass ich das Video morgen fertig mache und dann morgen für euch einstellen kann. Da werde ich mir auch viel Zeit nehmen, weil ich die Düfte beschreiben werde und vor allen Dingen auch, wofür sie stehen. Weil das ist tatsächlich nochmal ganz besonders gelagert, diese Kerzen. Und da werde ich mir auch richtig Zeit für nehmen. Das ist mal das Erste, was ich sagen wollte. So, und dann wollte ich mal kurz ganz was anderes noch hinten dran schieben. Also alle, die jetzt mit Duftkerzen so durch sind, ihr könnt ausmachen. Tschüss. Okay, eine andere Sache ganz kurz. Und zwar, ich habe vor einem Jahr oder so ungefähr, ich weiß es nicht genau, wann es war, hatte ich schon mal ein Video gemacht, wo ich eure Fragen beantwortet habe. Ich habe mir gedacht, es ist jetzt viel Zeit vergangen. Ich habe ein paar neue Follower dazu bekommen, ein paar Abonnenten. Und deshalb wollte ich nochmal einen Aufruf machen. Und zwar folgendermaßen. Wenn ihr irgendwelche Fragen an mich habt, sei es, dass es aus dem Bereich Duftkerzen, Duftwachs und so weiter ist, also zu Düften oder irgendwas, oder zu Herstellern oder irgendwas, oder auch privaterdings zu mir oder irgendwas, wenn ihr von mir also irgendetwas speziell wissen wollt, dann schreibt mir eure Frage doch gerne unten in die Kommentare. Ich werde dann wieder, so genügend Fragen zusammenkommen sollten, eine Liste machen und dann ein extra Video drehen, wo ich all eure Fragen, die ihr mir gestellt habt, so gut wie möglich beantworten werde. Ich werde also, falls ich recherchieren muss zu irgendwelchen Antworten, werde ich das vorher auch tun. Und so weiter und so weiter. Oder ihr habt Fragen zu meiner Kerzenkollektion oder irgendwas. Wie gesagt, was ihr möchtet, ihr könnt mich gerne fragen. Nur die Lottozahlen, die kann ich euch leider nicht sagen. Die kenne ich nämlich auch nicht. Ansonsten versuche ich euch alles Mögliche zu beantworten, was ihr gerne wissen möchtet von mir. Ja? Also, wenn ihr Bock habt oder Fragen habt, schreibt sie gerne unten in die Kommentare. Ich werde sie dann durchgehen. Ich werde sie nicht in den Kommentaren beantworten, sondern sie für das Video dann sammeln und dann in der kommenden Zeit irgendwann ein Video machen, wo ich die Fragen beantworte, wenn denn mehr als, weiß ich nicht, 5 Fragen oder so zusammenkommen, weil sonst lohnt es sich nicht. Wie gesagt, und ihr könnt mir zu allen möglichen Fragen stellen, auch zu meinen Basteleien. Ich habe euch ja schon einiges gezeigt, was ich mache, oder. Also, was ihr möchtet. Ich versuche, euch die Fragen dann alle zu beantworten. So, das war's. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich hatte definitiv Spaß mit meinen Halloweenies. Nein, das sind leider nicht meine. Nochmal an der Stelle herzlichen Dank, American Heritage. Ja. Wenn ihr sie bestellen wollt, das gilt übrigens auch für die hier oben oder für diese oder für die Spellbounds. Denkt an den Rabattcode Ellie's World. Ja, nutzt ihn fleißig. Da bekommt ihr 10% auf das gesamte Kringle Candle und Country Candle Sortiment, ausgenommen natürlich bereits reduzierte Artikel. Aber da könnt ihr euch vielleicht durch den Rabatt das ein oder andere Kerzlein zusätzlich noch gönnen oder eben sparen, wie ihr wollt. Ja, ich werde das Ganze aber auch in der Infobox nochmal reinschreiben, werde euch auch einen Link zur Seite direkt machen, wo ihr da hinkommt, dann gleich, und auch den Rabattcode nochmal nennen, und dann könnt ihr fröhliches Shoppen machen. So, ihr Süßen, habt einen wunderschönen Tag, lasst es euch gut gehen, bleibt gesund und wir sehen uns beim nächsten Mal mit den Spellbounds. Macht's gut, ihr Süßen!